Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas. Ihr seht hier ein Taxi stehen, welches auch schon ein bisschen ramponiert ist. Aber ja, wir haben im letzten Part die letzte Spezialmission abgeschlossen. Eigentlich, denn es gibt nämlich noch die Taxi-Missionen. Ja, die sind auch für den 100% Fortschritt nötig. Deswegen müssen wir auch die Taxi-Missionen bestreiten. Ihr sucht euch einfach hier irgendwie ein Taxi raus, was ihr gerade findet, und drückt die R-Taste. Somit seid ihr dann Taxifahrer und ja, müsst auch schon Fahrgäste finden. Ich habe mich gerade gewundert, aber unten hat es mir angezeigt, hier in der Nähe sind keine Fahrgäste. Ja, die stehen dann hier so lustig am Straßenrand. Hier ist zum Beispiel Elvis. Wer kennt die nicht? Und ihr müsst den dann, ja, quer durch die City fahren. Ich meine, im alten GTA konnte man hier einen schnellen Erfolg erzielen, indem man auch in Angel Pine die Taximission gefahren ist. Ich glaube, das geht aber jetzt nicht mehr in der Definitive Edition, weil ich hatte es damals zweimal probiert. Ich wollte das auch schon am Anfang meines Projekts mal starten in Angel Pine, um so schnell wie möglich diese 50 Fahrgäste zu transportieren, aber das hat nicht funktioniert. Weil mich hat es dann immer gleich zum ersten Ziel in San Fierro geschickt. Also ich musste da erstmal gefühlt 5 Minuten lang fahren. Aus dem Grund ist es ja sinnvoll, gleich irgendeine Großstadt zu beginnen. Ja, gehört eben zu den 100% mit dazu, auch wenn man dafür eine ganz lustige Belohnung bekommt. Das erfahrt ihr zum Schluss. Weil ich werde es so machen, da dieses Video bestimmt normalerweise eine Stunde gehen wird, werde ich dieses verschnellern. Muss ich mal gucken, auf welche Geschwindigkeit, beziehungsweise welche Geschwindigkeit noch für das Auge ertragbar ist. Aber ja. Das macht ja jetzt keinen Sinn, hier eine Stunde zu quatschen, ehrlich gesagt, bei so einer, in Anführungszeichen, langweiligen Mission. Aus dem Grund werde ich das natürlich für euch verschnellern. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch den zweiten Fahrgast. Und dann verschnellere ich das Video. Und unterleg euch mal schöne Musik. Ihr könnt ja ein bisschen lauschen. Bisschen da auf die Musik hören, wenn ihr gerade irgendwie Hausaufgaben macht oder irgendwas. Da werdet ihr dann auch nicht so abgelenkt. Oh, aber ich, weil ich habe schon fast einen Fahrgast vergessen. Und was es dafür als Belohnung gibt, das erfahrt ihr dann, wenn wir den 50. Fahrgast transportiert haben. Also bis später.
So, Leute, die letzten zwei Missionen laufen. Ich würde sagen, bei der 49. Fahren wir nochmal einen Paint Spray, damit wir gut gepflegt den 50. Fahrgast ins Ziel bringen. Aber Leute, was soll ich euch sagen? Also ich hänge jetzt, ja, ich glaube, eine Stunde war es schon, fast eine Stunde. Hänge ich jetzt an den 50 Faden. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Also, weil es irgendwie echt so ist, ich habe jetzt gerade in der letzten Mission so das Gefühl, dass die Fahrgäste immer irgendwie ans andere Ende der Stadt gefahren werden wollen. Und ich bin so mega froh, das jetzt endlich abgeschlossen zu haben. Zumindest gleich. Vielleicht eine kurze Frage, die ihr euch stellt. Natürlich ist es möglich, die Mission auch ja, versetzt zu machen. Also meinetwegen, ihr macht dann 10 Missionen dort in Los Santos, 10 Missionen in San Fierro, 10 Missionen in Las Venturas und ja, keine Ahnung, halt noch in die Dörfer irgendwie 10 Missionen. Beziehungsweise Bayside dann dort hinten. Aber ich wollte euch das jetzt einfach mal am Stück zeigen, weil ich will jetzt nicht irgendwie mitten in irgendeinem Missionspart ja erstmal 10 Taxifahrten hinter mich bringen. So habe ich gleich alles weg. Und ich bin auch ganz froh drüber, dass ich eine Musik drüber gelegt habe, beziehungsweise drüber legen werde. Und die Spielzeit verkürzen, weil irgendwann fällt einem dann auch der Gesprächsstoff weg. Immerhin ist es ja nun wirklich nichts Spannendes. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gehört, wie gesagt, so die 100% mit dazu. Deswegen machen wir das auch natürlich. Habe ich jetzt noch ein Fahndungslevel. Ja. Gut, jetzt sind wir nicht zum Painspray gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das die 50. Fahrt ist. Ihr seht auch von der Zeit her, da habt ihr nie Probleme irgendwas. Also mal es nicht zu schaffen. Werdet ihr niemals Probleme haben. Aber es ist halt lang. Gut. Also gehen wir davon aus, dass noch ein Fahrgast ist oder ist jetzt bei 50 Stopp? Wir schauen mal. Ja, Taximission freigeschaltet, absolviert. Ja, ich spreche Deutsch. Alle Taxis haben nun eine Nitro-Boost-Funktion. Genau. Das ist also der Abschluss. Wir haben jetzt Nitro. Ups. Auf X. Ihr seht's. Die Taxis haben jetzt Nitros alle. Ja, das brechen wir ab. Taximission beendet. 29.000 haben wir dabei verdient. Und, ja, Wagenhöhe ändern. Achso, und Hydraulik haben sie auch noch. Ja, das war's eigentlich. Und halt Nitro, ne? Ist klar. Genau, das kriegt ihr bei den Taximissionen. Ich würde sagen, im nächsten Part setzen wir den 100% Guide fort. Und wir sehen uns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, euer Beschix.